Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesregierung rechnet mit Konjunkturerholung. Laut Prognose wird im kommenden Jahr ein Wachstum von 1,6% erwartet, wie Wirtschaftsminister Habeck in Berlin bekannt gab. Auch die Inflation gehe zurück. Gerechnet werde mit einer Rate von 5,9% in diesem und 2,7% im nächsten Jahr, so Habeck. Koalitionsvertrag in Berlin unterzeichnet. Gut 10 Wochen nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus haben die Spitzen von CDU und SPD die Vereinbarung unterschrieben. Zuvor hatten die Mitglieder beider Parteien zugestimmt. Morgen soll CDU-Chef Wegner im Landesparlament zum neuen regierenden Bürgermeister gewählt werden. Jugendorganisation der AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Wie der Verfassungsschutz mitteilte, hätten die Junge Alternative und 2 weitere Organisationen gesichert rechtsextremistisch und verfassungsfeindliche Bestrebungen. Das Bundesamt hatte die Jugendorganisation der AfD zuvor 4 Jahre lang als Verdachtsfall beobachtet. Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG erneut gescheitert. Wie der Konzern mitteilte, sei auch die 3. Verhandlungsrunde mit der Eisenbahngewerkschaft EVG ergebnislos beendet worden. Der nächste Verhandlungstermin ist Ende Mai geplant. Die Gewerkschaft hatte das neue Angebot der Bahn als nicht verhandelbar abgelehnt und Nachbesserungen gefordert. Jetzt könnten weitere Streiks drohen. Heizungsbauer verkauft Klimasparte an US-Konkurrenten. Das hessische Familienunternehmen Fissmann trennt sich vom Kerngeschäft mit Wärmepumpen. Es war zuletzt auf einen Rekordumsatz gestiegen. Wärmepumpen spielen eine Schlüsselrolle bei der geplanten Umstellung beim Heizen. Die Bundesregierung will mögliche Nachteile für den Standort Deutschland prüfen. Und das Wetter? Morgen meist wechselnd bewölkt und ab und zu Sonnenschein. Im Norden, Osten und in Alpennähe einzelne Schauer. Höchstwerte 9 bis 19 Grad.